Hochzeit machen, alle Himmel stehen offen, Pläne schmieden, sich einander die Zukunft versprechen. Und es mit einem Ja, ich will. Danke. Ja, ich will. Besiegeln. So wie es 2003 die 6 Orte der Gemeinde Schönwalde-Glien getan haben. Herwinitz und Wandsdorf, Pausin und Grünefeld, Paaren und Schönwalde. Orte mit eigenem Lebenslauf, nun gemeinsam unterwegs. Orte im Ländchen Glien. In Guck- und Spuckweite vom Kirchturm entfernt, das einstige Rittergut. Im Mittelalter mit den Perwinitz belehnt. Dann mit den Kahlenbergs, dann Domäne der Hohenzollern. Der große Kurfürst kam häufig und höchst selbst nach Perwinitz, nach den wilden Jagden im Krämer Forst. Perwinitz ist zwar ein rank und schlankes Straßendorf, doch Platz für einen Teich am Anger muss schon sein. Die Häuser rundherum saniert und aufgehübscht in den letzten Jahren. Verjüngte alte Schönheiten im Schatten der Kastanien. Das kurze Ende der langen Dorfstraße nördlich von Teich und Kirche. Der Weg zur einstigen Mühle. Der alte Fritz, etwas derangiert, lässt bitten. Heute spielt er Maître de Plaisir in der Kulturmühle. Statt Mehl zu mahlen, wird hier nun auf Leinwand gemalt, wird Kunst geschrotet. Die älteste Wandsdorfer Schule ist heute ein Wohnhaus. Kaum erkennbar, dass es schon rund 300 Jahre alt ist. Bis zu 100 Kinder lernten zeitweise gleichzeitig in den 2 Klassenräumen. Die Chronik erzählt von Schülerstreichen und vom Rohrstock und von einer schwarzen Wandtafel, die zwingend anzuschaffen ist. Natürlich wird auch die Prüfung nicht vergessen. Auf den Chronikseiten nicht, wie in der Erinnerung der Kinder. Ein Gang durch Wandsdorf. Hunderte Hausgeschichten als Biografien ihrer Bewohner, als Geschichte des Dorfes und der Region mit der Nähe der Großstadtmetropole. Vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel wurde das Rittergut zum Stadtgut Spandaus. Ein Gutsbesitzer, der auch heute wieder in Wandsdorf präsent ist. Und als die Sonne sank, kündigte sich eine weitere Attraktion an. Von allen gespannt und sehnsuchtsvoll erwartet. Im Dorf die Illumination der Wandsdorfer Sehenswürdigkeiten und am Himmel das Feuerwerk. Pausin, so ziemlich in der geografischen Mitte des Gemeindegebietes von Schönwalde-Glien gelegen, der Bauchnabel des Ländchens. Im Wappen unter anderem 4 Brote, denn fast jeder Hof hatte hier seinen eigenen Backofen. Und Pausin hatte viele Bäckereien. Das gute Getreide wuchs ja gleich hinterm Dorf. Bei der Ortsgründung wurden 52 Hufen Land an die Siedler verteilt. Heute leben hier über 800 Einwohner. Ein alter Vierseitbauernhof am Anger wurde zum Gemeinschaftshaus für die Dörfer des Schönwalder Gemeindeverbandes. Der Name Waldschule geht auf die 30er Jahre zurück, wo im Krämer Forst junge Mädchen Hauswirtschaft lernten. 1994 wurde die Waldschule als Naturerlebnisstätte mit Tiergehegen wiederbelebt. Die Waldschule auch ein viel gebuchter und viel besuchter Veranstaltungsort. An diesem Abend für eine kleine Revue. Ein Ort am grünen Feld, der einzige in Deutschland mit diesem Namen, mehrfach geehrt als schönstes Dorf. Gut 600 Menschen leben hier und genießen die beschauliche Ruhe. Dann rollt die Karawane an, auf Rädern und zu Fuß. Und die Fußwanderer sind eindeutig schneller unterwegs. Stau in der Grünefelder Dorfstraße, Stau in der Straße zur Kiesgrube, ein Dorf im Ausnahmezustand. Ich bin hier die Kräuterhexe. Wer tut
Reitturnier in der Gemeinde. Schönwalde ruft und alle kommen. Egal in welchem der Gliendörfer, in den letzten Jahrzehnten ist in allen das Pferdefieber ausgebrochen. Die größte Veranstaltung dort alljährlich, die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung, kurz BRALA. Doch im MAFZ gibt es noch viele andere Highlights übers Jahr. Und am Sonntag gab es sogar einen ökumenischen Gottesdienst für die Grautiere. Rund 100 waren aus ganz Europa angereist, darunter auch die IA-Delegierten der 6000 in Deutschland registrierten Esel, Mulis und Maulesel. Paaren, der vielleicht bekannteste Ort der Gemeinde Schönwalde-Glien. Viel besucht sind aber auch die anderen Dörfer in Glien. Und die Straßen hier, von einem Ort zum anderen, sind selbst ein erholungsspendendes Erlebnis. Grüne Baumtunnel, Begegnungen mit der Natur, Fahren, Selbsterfahrung. Zur 575-Jahr-Feier kamen noch einmal die Ritter des ersten Hohenzollern zurück nach Schönwalde. Er war es auch, der damals Hans von Hake mit dem Dorf belehnte. Willkommen daheim. Ein anderer sein, ein Spiel spielen, die Dramen des Lebens durchprobieren. Muss es so weit mit uns kommen, dass wir am Fegefeuer sitzen, bis du endlich wieder mein Liebling zu mir sagst? Das Kreativhaus in Schönwalde, eine Bühne mit wechselnden Auftritten. Heute schlagen die Polo-Reiter mit dem Schläger auf die Bälle ein. Mehr oder weniger erfolgreich. Und natürlich nur, wenn die Pferde mitspielen. Sogar einen Bahnhof mit Gleis nach Spandau hatte der Fliegerhorst. Vor allem aber militärische Anlagen und Gebäude, Kasernen und Hangars, Unterstände und Flakgeschütze, Startbahnen zum Abflug in den Krieg. Hier gab es schon seit der Kaiserzeit eine Gaststätte Steinerne Brücke. Die wurde 1961 abgerissen, dafür wuchsen die Grenzanlagen in die Höhe für 29 Jahre. Ein Sprung nach vorn, zurück, wir patschen auf die Knie, nach rechts, nach links und stopp. Okay. In frischem Outfit an diesem Tag das neue Rathaus der Gemeinde. In den 60er Jahren als Einkaufszentrum der Siedlung ausgebaut. Ata und Tempoerbsen, Kuckoreis und Rotkäppchensekt, wenn es ihn gab, im Regal oder unterm Ladentisch. Als Startsignal des Festes der Ausflug der Brieftauben. Sie tragen die frohe Nachricht weit ins Land. Programm auf vielen Bühnen. Doch das letzte Wort hat der Schönwalder Chor.